Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob ein nicht-invasiver pränataldiagnostischer Test, also NIPT, zur Feststellung genetischer Abweichungen eines Embryos Regelleistung der gesetzlichen Krankenkasse werden soll oder nicht, ist eben weit mehr als eine technisch-gesundheitsökonomische Frage des gemeinsamen Bundesausschusses. Es geht um die grundlegende Frage vielmehr, wie unsere Gesellschaft mit Menschen mit Behinderungen umgehen will. Es ist darum absolut notwendig und auch längst überfällig, eine breite öffentliche Diskussion über die ethische Dimension, über die Chancen und Risiken solcher Bluttests zu führen, zumal NIPTs ja bereits als freiwilliges Angebot für Selbstzahlende längst Realität sind. Und selbstverständlich ist in der Debatte zu berücksichtigen, dass die Risiken für Schwangere und für den Fötus bei nicht-invasiven Bluttests kaum bestehen, anders als bei einer Fruchtwasseruntersuchung, die das Risiko der Fehlgeburt mit sich bringt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eben auch bekannt, dass der Hinweis auf eine Trisomie 21, die zum Down-Syndrom führt, nach einem NITP in den meisten Fällen die Entscheidung zum Abbruch der Schwangerschaft zur Folge hat. Und es besteht deshalb natürlich die ganz reale Gefahr, dass NIPTs als Kassenleistung ohne jede Einschränkung zu einem Screening auf genetische Auffälligkeiten führen könnten. Solche Angebote tragen deshalb nicht nur zu Verunsicherung oder gar zu Ängsten bei, sondern sie verstärken eben auch den Druck auf schwangere Frauen und werdende Eltern und führen mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen Erwartung, vermeintlich nur gesunde und nicht behinderte Kinder zur Welt zu bringen. Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Wie passt eine solche Haltung zu einem Land, das bereits 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet hat? Und sollte nicht gerade dieses Haus auf Grundlage des Grundgesetzes klar dafür eintreten, dass Menschen mit Behinderung in dieser Gesellschaft willkommen sind? Es kann aus meiner Sicht deshalb nur darum gehen, NIPT eingeschränkt, also nur bei klarer medizinischer Indikation vorzusehen und aus meiner Sicht auch erst nach der 12. Woche. Nur nach Ende der in § 218 Strafgesetzbuch festgelegten Frist haben nämlich betroffene Frauen und Paare ausreichend Zeit, psychosoziale Beratung zu nutzen, sich gut informiert mit Trisomie 21 auseinanderzusetzen und zu einer sorgfältigen, abgewogenen Entscheidung zu gelangen. Ein positiver NIPT-Befund muss darüber hinaus durch weitere Diagnostik abgeklärt werden. Und im Übrigen sieht ja bereits § 15 des Gendiagnostikgesetzes eben das vor: Vor und nach jeder pränatalen Untersuchung muss eine Aufklärung und Beratung erfolgen. Es kommt darauf an, die werdenden Eltern in ihrer schmerzhaften Phase der Entscheidung nach einer NIPT-Diagnose sensibel und sachkundig zu begleiten. Schwangere Frauen und ihre Partner brauchen qualitätsgesicherte, unabhängige und leicht verständliche Informationen und müssen dann auch mit dem behinderten Kind weiter begleitet werden. Vielen Dank. Uwe Schummer, CDU/CSU, hat als Nächster das Wort.